Ich leite über ganz kurz nur zum Panel über Marktrelevanz, Newsfluencing und Selbstverpflichtung und will nur ganz kurz die Moderatorin vorstellen, Tim Torster, die wir gewinnen konnten dafür, diese Runde zu gestalten. Wirtschaftsjournalistin beim Business Insider und berichtet dort über Creator Economy, ist also sehr mit den Strukturen dieses Feldes vertraut und ich überlasse ihr jetzt Feld und Podium und freue mich auf die Podiumsdiskussion. Bitteschön. Doch, kommt ruhig. Ich stelle gleich alle noch mal einzeln vor. Ja, schön, dass Sie es alle aus der Kaffeepause jetzt doch noch hierhin geschafft haben. Ich verspreche, dieses Panel oder diese Podiumsdiskussion wird ein bisschen praktischer. Das liegt unter anderem an unseren Gästen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Es wurde gerade schon angesprochen, mein Schwerpunkt ist die Creator Economy. Das ist tatsächlich im Wirtschaftsjournalismus noch ziemlich selten. Also ich kenne sonst tatsächlich keinen anderen Redakteur und keine andere Redakteurin, die diesen Schwerpunkt ausfüllt. Und es ist wirklich sehr spannend, weil, und ich möchte eine einzige Sache, bevor wir gleich starten, mit Ihnen teilen aus meinem Arbeitsalltag, nämlich stelle ich immer wieder fest, dass die Creator Economy als große Industrie, in der wirklich sehr, sehr viel Geld steckt mittlerweile und die sehr, sehr viele bekannte Menschen hervorbringt, immer noch sehr oft unterschätzt wird, im Guten wie im Schlechten. Und das habe ich auch heute schon ein paar Mal so ein bisschen rausgehört. Also das war meine Interpretation an der einen oder anderen Stelle. Deswegen hoffe ich, dass wir vier heute noch oder jetzt gleich noch ein paar tolle Ergänzungen dazu machen können. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Hier wurde heute schon Habermas zitiert. Ich zitiere jetzt Spider-Man, nämlich mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich finde, das passt auf die Creator-Industrie perfekt, denn auch aus Sicht des Journalismus ist es so, dass wir bei Creatern und Influencern teilweise Reichweiten sehen, von denen können klassische Medien nur träumen. Und das ist wirklich ein Fakt, der mich auch immer wieder darüber nachdenken lässt, wie wir mit dieser ganzen Branche umgehen und desto relevanter finde ich das hier auch alles. Und noch ein organisatorischer Hinweis, das kam heute schon ein paar Mal, wir haben dieses Tool Slido, da ist auch irgendwo auf Ihren Programmheften ein QR-Code. Es wird im Anschluss an diese Panel-Diskussion noch gut Zeit geben für Ihre Fragen. Das heißt, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dann benutzen dieses Slido-Tool gerne. Wir werden auf diese Fragen zurückkommen und es wird auch Zeit geben, diese Fragen zu beantworten. Die können Sie gerne an alle hier auf dem Panel Sitzenden richten und wir freuen uns, wenn wir dann im Anschluss noch in größerer Runde sozusagen ein bisschen diskutieren können. Jetzt stelle ich Ihnen endlich unsere Panel-TeilnehmerInnen vor. Ich finde es sehr toll, dass ihr drei jetzt hier seid. Wir haben schon gesagt, wir duzen uns jetzt, weil das ist in der Creator Economy irgendwie normal. Direkt neben mir sitzt Fabian Grischkat, er kommt aus Berlin und sagt selber von sich, du bist Influencer, Aktivist und Moderator. Ich würde dem zustimmen, ich glaube, das trifft alles zu. Tatsächlich ist es so, dass du auf deinen Social Media Kanälen vor allem den Schwerpunkt LGBTQ+ und Klima darüber informierst. Das sind sehr informative, sehr gut verständliche Videos, die er da macht und mittlerweile auf Instagram 122.000 Follower, es war Stand heute Morgen. Und was ich auch spannend finde, du warst auch mal Host des Funkkanals Ozon. Wir haben heute schon kurz über Funk gesprochen, die auch immer wieder bekannte Gesichter nutzen, um da die Menschen zu erreichen. Und du hast über dich selber gesagt, du bist Brückenbauer zwischen klassischem Journalismus und der Influencer-Welt. Also hier an dieser Stelle genau richtig, würde ich sagen. Neben ihm sitzt Elisabeth Koblitz aus Hamburg. Hat es heute nicht so weit. Elisabeth ist ausgebildete Journalistin und war mehrere Jahre lang unter anderem in Washington und hat auch als TV-Produzentin gearbeitet und jetzt mittlerweile ist sie sogenannte Newsfluencerin, das heißt vor allem auf Instagram und auf anderen Kanälen, können wir später noch drüber sprechen, informierst du Menschen und was ich ganz toll finde, ist, dass du dich oft auf Nachrichten beziehst und diese Nachrichten einordnest und zwar so, dass es wirklich jeder versteht. Man braucht dafür kein Vorwissen. Und dein Motto sozusagen ist es ja auch, ein Navi zu sein in der wirren Welt der Nachrichten.
Und neben ihr sitzt Anja Lapcevic aus Zürich, also hat es heute am weitesten hierher, schön, dass du da bist. Anja war Geschäftsführerin einer Influencer-Marketing-Agentur, kommt also auch nochmal aus der anderen Richtung dazu und hat 2021 den Conscious Influence Hub gegründet, also wenn man das mal übersetzt, im Prinzip ein Hub für bewusstes Influencen oder bewusstes Beeinflussen. Und dieser Verein hat zum Ziel, eine verantwortungsbewusste Community von Digital InfluencerInnen aufzubauen und die positive Kraft der sozialen Medien zu nutzen, um eine sozial nachhaltige digitale Zukunft mitzugestalten. Super, schön, dass ihr alle da seid. Jetzt habe ich meine Karten durcheinander gebracht. Ich weiß, was meine erste Frage war. Elisabeth, ich würde zuerst gerne mit dir sprechen. Ich finde besonders spannend, dass du quasi klassisch ausgebildete Journalistin warst, aber jetzt eben in diese Sparte von Social Media gewechselt hast. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam? Warum machst du das? Was bringt dir das? Also ich muss dazu sagen, das, was ich heute mache, das war so nicht geplant und das war auch nicht so ein Karriereweg, den ich mir vorgestellt habe, als ich angefangen habe zu studieren. Ich habe von 2013 an in den USA gelebt und dort als Producerin und freie Journalistin, unter anderem auch fürs ZDF gearbeitet und am Anfang Instagram eher privat genutzt und habe mich da auf dieser Plattform getummelt und habe gleichzeitig gemerkt, oha, da sind ja mittlerweile ganz schön viele und die teilen und schauen sich den lieben langen Tag Avocado-Toast an und Einrichtungen und Beauty-Tipps. Dem will ich irgendwie mal so ein bisschen mehr Leben einhauchen. Das war eigentlich mehr so ein Selbstversuch und habe dann angefangen, immer mal wieder, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, so das Thema des Tages, was wir beim ZDF beackert haben, was dann bei Heute lief, im Heute-Journal, einfach mal zusammenzufassen. Und ich war auch frische Mutter, also 2015 kam meine Tochter zur Welt und wollte auch gleichzeitig gucken, was machen eigentlich deutsche Mütter. Ich habe ja in Washington gelebt und hatte so ganz am Anfang eben eine Community, hauptsächlich aus Müttern, die, jeder der Kinder hat, weiß es, nicht so viel mitbekommen haben, vielleicht auch keine Zeit hatten, keine Energie hatten, tagtäglich die Nachrichten zu konsumieren. Und die waren ganz dankbar dafür, dass sie bei mir so ein bisschen mitbekommen haben, was ist eigentlich zumindest in Washington los. Und das Interesse an meinem Kanal wuchs sehr rasant 2016, als ein gewisser Donald Trump verkündet hat, dass er US-Präsident werden möchte. And the rest is history. Also von dem Zeitpunkt an wuchs meine Followerschaft. Ich habe wirklich am Ende täglich darüber berichtet, was bei uns in Crazy Washington los ist und habe auch gleichzeitig immer wieder zu den klassischen, ich habe ja auch beim Fernsehen gearbeitet, beim ZDF gearbeitet, habe immer gesagt, Mensch, guck mal, da erreiche ich die Leute, die wir vielleicht nicht mit Heute erreichen, die wir vielleicht nicht mit der Tagesschau erreichen. Es wäre doch total super, wenn wir da irgendwelche Formate aufbauen können, aber die Mühlen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks malen halt etwas langsamer. Das musste dann immer erstmal alles besprochen werden. Bis dahin gab es schon wieder neue Formate, Instagram Story. Ich habe parallel immer meine Arbeit weitergeführt und weiterentwickelt. Und 2019 habe ich mich dann entschlossen, den Wahlkampf 2020 nicht mehr als TV-Producerin beim ZDF zu begleiten, sondern auf meinem Instagram-Kanal. Und habe dann angefangen, mal eine Live-Schalte für NTV zu machen. Ich war Expertin in einer Doku für ProSieben. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich einfach mal gucken, ob ich davon auch leben kann und das monetarisieren kann. Denn das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise habe das gar nicht in Erwägung gezogen. Also ich habe diesen Kanal 5 Jahre lang aufgebaut und keinen einzigen Cent damit gemacht, aber eine tolle und starke Community aufgebaut und ganz klar Leute erreicht, die ja sonst vielleicht nicht so die US-Politik verfolgt hätten.
In der konkreten Umsetzung, was würdest du sagen, gibt es da einen Punkt, wo sich deine Arbeit als Journalistin früher und deine Arbeit jetzt als Social Media Journalistin / Creatorin jetzt besonders unterscheiden? Also ich habe halt von Anfang an ganz klar die Community mit eingebunden. Und das war, ich glaube, deswegen haben die Leute mir auch zugehört und fanden es interessant, worüber ich berichtet habe, weil die sich getraut haben zu fragen, sag mal, was sind denn nochmal Wahlmänner und was sind denn Swing States eigentlich? Und ich habe, das mache ich heute auch noch, ich stelle regelmäßig in Fragerunden diesen Fragesticker rein in der Story und wenn eine Frage ein paar Mal gestellt wird, dann erkenne ich, aha, da muss es irgendwie einen Bedarf geben, einen Aufklärungsbedarf und dann gibt es da einen Post drüber. Und für mich war das dann wirklich immer eines der schönsten Momente, wenn da Leute geschrieben haben, endlich verstehe ich mal das US-Wahlsystem, weil ich eben kein Grundwissen voraussetze. Also ich steige viel, viel niedriger ein, als es so manch klassische Medien vielleicht machen. Fabian, an der Stelle würde ich dich gerne mit reinnehmen. Dein Ziel ist es ja auch zu informieren. Was glaubst du denn, inwiefern können Influencer und Content Creator dabei helfen, wichtige Themen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen? Ich würde mich gerne dem anschließen, was du gerade gesagt hast, Elisabeth. Ich habe zwar nicht meine erste Community in der Community der jungen Mütter auf Instagram gefunden. Bestimmt folgen wir da auch einige. Warum nur? Aber mir folgen ja durchaus sehr viele allgemein junge Menschen und mir ist irgendwann vor allem so 2018, 2019 aufgefallen, gerade auch mit Blick auf die Europawahl, dass viele junge Menschen sehr, sehr schlecht informiert sind über aktuelle politische Themen, über auch Wahlsysteme, aber nicht nur über das amerikanische Wahlsystem, sondern auch über das deutsche Wahlsystem, über Wahlen in Europa. Und ich hatte die Vermutung, das könnte unter anderem daran liegen, dass vielleicht junge Menschen sich einfach nicht dafür interessieren, aber das mag vielleicht gar nicht der Hauptgrund sein, sondern möglicherweise werden einfach Medien gerade falsch transportiert für junge Menschen. Und ich sah das dann irgendwo als vielleicht eine Chance auch für mich und Aufgabe, dass ich einfach versuche, ähnlich wie du das ja getan hast, klassische Nachrichten und Berichterstattungen so runterzumünzen, dass sie eben vertikal auf einem Handy in relativ kurzer, knapper Zeit einfach verständlich funktionieren. Und bis heute ist meine Community auch sehr jung. Natürlich folgen mir auch Ältere, weil man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel meine Eltern, aber auch Großeltern, die sind auch auf Instagram oder Facebook und meine Oma mittlerweile sogar auf TikTok unterwegs. Die konsumieren das auch, die sitzen nicht nur abends um 20 Uhr vor der Tagesschau. Mein Vater schickt mir manchmal Videos von der Tagesschau auf Instagram und meine Oma eben auf TikTok. Also nicht nur eine junge Zielgruppe, aber eben genau die erreicht man ja dort, weil wo werden die konfrontiert mit Nachrichtenmeldungen. Das ist nicht am Kiosk, das ist nicht wie in anderen Generationen, man geht morgens zur Arbeit und schnappt sich irgendwie die Zeitung unterm Arm. Das ist, wenn man morgens im Bett aufwacht, sein Handy öffnet und eben auf Instagram, Twitter, TikTok und Co. die Zeit verbringt. Und ich dachte, da könnte ich jetzt auch weiterhin Avocado-Toasts und süße Katzenvideos posten oder ich versuche mal ein bisschen über Politik zu sprechen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Das war so meine Motivation. Man sagt ja immer, die jüngeren Generationen sind nicht Politik interessiert. Du würdest das nicht bestätigen, nehme ich an. Naja, das sagen die älteren Generationen über jüngere Generationen und meine Generation wird das in 30 Jahren auch über die jüngere Generation sagen. Ich glaube, das wird sich auch selten so ändern und natürlich ist die Generation Z nicht vollkommen Politik verdroschen, so wie wir aber eben auch nicht alle Generation Greta sind. Also diese beiden Extreme, die gerne gezeichnet werden, also die faule Gen Z, die sich überhaupt nicht für Politik interessiert und die überambitionierte Gen Z, die alle gendern und Fridays for Future unterstützen, die gibt es, diese beiden Lager, aber ein Großteil befindet sich eben genau in der Mitte. Und vor allem die, die eher auf der Seite sind, Politik, weiß ich ja nicht, spielt doch gar keine Rolle für uns junge Menschen, die versuche ich natürlich zu erreichen. Sie haben aber auch recht und ich kann es auch verstehen, dass viele junge Menschen demotiviert sind, wenn man sich anschaut, welchen geringen Anteil von zum Beispiel WählerInnen junge Menschen ausmachen. Auch mein bester Freund sagt mir immer wieder, warum soll ich denn überhaupt wählen gehen, das entscheiden doch die Alten. Also es ist oft auch gar nicht mal so einfach, junge Menschen da zu empowern und doch ist es sehr wichtig. Ja, absolut. Um an der Stelle... Ja, junge Menschen! Okay, dann klar. Hallo! Ich würde da auch zustimmen tatsächlich, aber das ist jetzt heute nicht mehr unser Thema, aber können wir wann anders nochmal drüber sprechen, gerne.
Ja, an der Stelle würde ich gerne auch noch mal mit einem anderen Mythos aufräumen, nämlich dass bei TikTok nur 16-Jährige sind, die irgendwelche Tänze machen. Also ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, dass TikTok sich immer mehr zu einer Plattform entwickelt, auf der vor allem Creator groß werden, die Inhalte machen. Also nicht nur ihren Tagesablauf filmen, so wie das die Influencer auf Instagram lange gemacht haben, sondern ja, die eben groß werden mithilfe des Algorithmus, weil sie irgendwie einen Mehrwert bieten. Der kann aber in allem Möglichen bestehen. Anja, ich würde dich gerne nochmal mit in die Diskussion mit reinnehmen. Und zwar ist mir aufgefallen, euer Verein spricht ja unter anderem von der positiven Kraft der sozialen Medien. Worin besteht die denn? Also grundsätzlich haben wir die Auffassung, dass Social Media weder gut noch schlecht ist. Es ist einfach ein Tool, das wir als Menschen zur Verfügung haben. Ein Tool, welches wir entwickelt haben, programmieren, welches wir lehren, welches wir mit Inhalten befüllen, so wie ihr, welches wir aber auch mit den Interaktionen, die wir darauf machen, mitgestalten. Also egal, ob aktiv oder passiv User, jeder von uns hat eine Verantwortung auf Social Media und jeder von uns hat einen Einfluss darauf, ob Social Media am Schluss gut oder schlecht wird. Aber das Tool selber, das ist weder das eine noch das andere. Es ist einfach da, genauso wie ChatGPT das sein wird am Anfang. Da ist die Frage, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber am Schluss, wir als Menschen sind in der Verantwortung, wie Spider-Man, zu entscheiden, wofür nutzen wir unsere Macht, also diese sozialen Medien, unseren Einfluss dafür. Spider-Man hat sich für das Gute entschieden. Das können wir auch alle machen. Aber man kann sich auch für die schwarze Seite davon entscheiden. Auch da gibt es immer wieder Charaktere, die sich dafür entscheiden. Und genau, so kam das dazu. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, weil natürlich wollen wir nicht nur darüber sprechen, wie toll Social Media ist und wie reibungslos da alles läuft, weil das ist ja natürlich nicht so. Anja, da würde ich gerne dich nochmal fragen, euer Verein will einen verantwortungsbewussten Umgang mit Reichweite fördern. Woran hakt es denn aus deiner Perspektive? Also es hakt zum einen am Bewusstsein, dass wir uns überhaupt dem Ganzen bewusst sind, als Gesellschaft, als Einzelpersonen, aber auch als Unternehmen oder auch als Organisationen. Es mangelt an der Awareness, es mangelt an den Kompetenzen, die bei uns als Eltern schon beginnen. Die Kleinsten kommen schon mit 6, 7 Jahren, ehrlich gesagt, auf TikTok, also deine Großmama ist auch drauf, aber auch schon 6, 7-Jährige sind drauf, obwohl die Altersgrenze bei 13 liegt, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Und es geht auch so weit, dass die Hauptakteure und die Creators darauf, die Influencer, aber auch andere Creators, die sehr große Reichweiten, auch Politiker, Politikerinnen, nehmen wir Donald Trump, sich auch nicht bewusst sind. Sie profitieren alle von der Reichweite, das ist schön und gut, die ist auch immens. Aber, wie du es auch gesagt hast, je mehr Reichweite, je mehr Macht und Einfluss das man hat, umso mehr Verantwortung hat man. Und das zählt genauso für die sozialen Medien. Und darum sind die Creators und Influencer für uns ein extrem wichtiges Tool, extrem wichtige Leute in der ganzen Bewegung. Und darum ist es uns auch wichtig als Verein, dass wir sie als Mitglieder dabei haben, dass sie in dieser Bewegung auch wirklich mitbestimmen und mitgestalten und dass das nicht wieder einfach von außen kommt, sondern dass wir das wirklich zusammen machen. Ein bisschen demokratisch, wenn man das so sagen will. Kannst du mal erklären, wie dieses Mitbestimmen, Mitgestalten dann aussieht? Also ich komme ja wirklich klassisch aus der Wirtschaft. Ich habe bei einer Bank angefangen und habe als Co-CEO bei einer Influencer-Marketing-Agentur gearbeitet. Also ich weiß, wie Wirtschaft funktioniert und auch wie die Plattform, da orientiert man sich am Gewinn, das ist das wichtigste Gut. Ich wollte keine wirtschaftliche Organisation gründen, sondern ich wollte eine Organisation gründen, wo es um den Zweck geht und um das Miteinander geht. Und dafür war der Verein prädestiniert. Der Verein ist ein tolles Tool. Ich glaube, in Deutschland ist es wahrscheinlich gleich. In der Schweiz ist ein Verein so aufgebaut, dass es einen Vorstand hat, der arbeitet ehrenamtlich, der steuert ein bisschen strategisch, dann hat es aber das wichtigste Organ des Vereins sind seine Mitglieder, die bei einer Mitgliederversammlung mitbestimmen und mitentscheiden. Also das ist wirklich unser wichtigstes Organ und da werden
alle Entscheidungen getroffen? Also wie sieht die Strategie aus? Wie sieht das Budget aus? Wer ist Vorstand? Was machen wir? Und diese Mitglieder können nur natürliche Personen sein und eben bevorzugt Creatorinnen, Creators, Influencerinnen und Influencer. Und eben wir sind nicht gewinnorientiert. Wenn wir darüber sprechen, dass Influencer und Creator informieren auch auf den sozialen Netzwerken, dann denke ich daran, was das für eine, wir haben es schon oft gesagt, für eine große Verantwortung ist, aber ich beziehe das auch auf mich. Ich bin Journalistin, mein Job ist es zu informieren, aber ich bin selten auf mich alleine gestellt. Also selbst als ich als freie Journalistin gearbeitet habe, gab es immer noch eine Redaktion, die meine Texte oder meine Reportagen abgenommen hat und jemanden, der da nochmal drauf geguckt hat. Fabian und Elisabeth, bei euch ist es anders. Ihr seid ein Frau- und ein Mann-Redaktion. Findet ihr nicht, das ist ganz schön viel Verantwortung? Ihr könnt ja hintereinander einfach. Oder gleichzeitig. Ich kann ja mit der Kurzantwort anfangen und du führst dann weiter aus. Ja. Aber? Nein. Und? Ja, das ist viel Verantwortung. Also ich kann ja nur von mir sprechen und wie ich arbeite. Ich bin Journalistin, ausgebildete Journalistin. Ich halte mich an den Pressekodex. Ich habe immer unabhängige Quellen. Ich erlebe auch eine Fehlerkultur. Das bedeutet, wenn sich doch irgendwie ein Fehler eingeschlichen hat, dann kommuniziere ich das klar und transparent. Bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich mir nach und nach ein Team aufbaue. Also ich habe jetzt auch tatsächlich jemanden in meinem Team, die macht nur Recherche und unterstützt mich da und macht Faktencheck. Faktencheck ist sowieso bei mir groß geschrieben. Ich habe meine Abschlussarbeit über Fact-Checking geschrieben und war in der Spiegel-Dokumentation. Genau, so handhabe ich das. Und die Frage ist ja, ich glaube, man muss auch in dieser Diskussion jetzt mal unterscheiden, also über welche InfluencerInnen spricht man denn? Also ist es jetzt die Beauty-Influencerin, die halt irgendwie auch noch politische Inhalte teilt oder ihre Meinung kundtut? Oder ist es eben jemand, der Journalist ist und irgendwie auch auf Social Media aktiv ist und das gibt es ja auch immer häufiger, ja, also dass JournalistInnen da ihre eigenen Profile haben und irgendwie auch private Einblicke geben oder, also ich glaube, wir müssen in der ganzen Diskussion mal definieren, über welche Art von InfluencerInnen sprechen wir denn? Also ich sehe jetzt eine Beauty-Influencerin, die irgendwie noch aktivistische Inhalte teilt, jetzt nicht als Konkurrenz für den Journalismus. Und ich glaube auch, und das haben ja auch schon die Studien gezeigt, dass das sehr wohl die meisten, die aktiv sind auf den Plattformen, unterscheiden können zwischen Meinungspost und Werbung, also das finde ich schon wichtig, dass das klar kenntlich gemacht wird und wenn es jetzt um Regulierung geht, dass man unterscheiden kann zwischen redaktionellen Teil und Werbeteil, aber ich sehe dem Ganzen ganz gelassen entgegen und glaube, mittel- und langfristig setzt sich Qualität durch. Ich kann jetzt nur verlieren. Ich versuche es aber trotzdem. Es gibt natürlich einen unglaublichen Unterschied zwischen JournalistInnen und InfluencerInnen. Alleine, dass Journalismus ja auch ein Handwerk ist und das Influencertum ein Sammelbecken von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten darstellt und die genaue Begriffsdefinition Influencer auch ja immer wieder neu diskutiert wird. Wenn wir uns aber auf News-InfluencerInnen fokussieren, so wie wir beide das ja auch tun, also über Nachrichten berichten, über politische Themen berichten, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass viele InfluencerInnen, auch wenn sie nicht dem Pressekodex unterliegen, da schon sehr verantwortungsbewusst an die Arbeit herangehen. Auch ich habe leider keine Mitarbeiterin, die mich da unterstützt beim Fact-Checking, aber weiß, was eine Primärquelle ist und eine Sekundärquelle ist und wie ich damit umzugehen habe und bin da wirklich auch guter Dinge, dass gerade eine junge Bewegung an NewsfluencerInnen sich dieser Verantwortung bewusst ist. Ich habe auch bis vor wenigen Monaten immer noch
deutlich betont, dass wirklich dieser Unterschied hervorgehoben werden muss und dass InfluencerInnen per se ja keine JournalistInnen sind. Ich tue das nicht mehr, da es in Deutschland ein großes Medienhaus gibt und ich weiß, dass du da vielleicht auch beruflich ein wenig befangen bist. Deswegen werde ich nicht zu tief drauf eingehen. Nee, aber es gibt ja durchaus ein Medienhaus, die ja auch eine Zeitung verwalten, die vier große Buchstaben hat. Wenn er redet ich von mir, Axel Springer. Vielleicht. Noch wach? Gut. Wenn ich mir anschaue, was dieses Medienhaus in den letzten Jahren für ExpertInnen herangezogen hat, für Diskursverschiebungen gesorgt hat, sowohl zum Beispiel in Klimadebatten, aber auch in queeren Debatten, wie dieses Medienhaus über unter anderem auch ein Selbstbestimmungsgesetz geschrieben hat und angebliche Auszüge aus diesem Entwurf genommen hat, die so noch nie dort drin standen, dann bin ich mir unsicher, ob diese JournalistInnen wirklich auch diesem Beruf gerecht werden und besser journalistisch arbeiten als so manche InfluencerInnen. Klar, aber weil es Leute gibt, die ihren Job schlecht machen, ist das ja kein Argument dafür, dass Influencer das dann auch können. Und im Zweifel gibt es ja eben nicht nur euch, die irgendwie, du hast keine journalistische Ausbildung, hast du gerade gesagt, aber du hast ja dich auch auf Themen fokussiert, in denen du Know-how mitbringst und wo du quasi Wissen teilst. Also du machst ja auch keine Nachrichten oder sowas in der Richtung. Nichtsdestotrotz gibt es ja Influencerinnen, die eigentlich ein ganz anderes Thema haben und vielleicht eher über ihren Alltag sprechen oder zum Beispiel über Beauty-Tipps, das ist ja immer so der Standard, der genannt wird, und dann aber eben zwischendurch mal politische Meinungen teilen. Und ich glaube es zum Beispiel nicht, dass Leute das immer so gut trennen können. Ich habe auch darüber mit PsychologInnen gesprochen in den letzten Monaten im Rahmen meines Jobs und die sagen eben auch, da greifen Mechanismen, die Menschen, selbst aufgeklärte, gut informierte Menschen, quasi hintenrum trotzdem beeinflussen. Naja, aber da ist ja die Frage, also da muss man sich ja auch in der klassischen Medienwelt mal umgucken. Also wenn ich mir angucke, wer sitzt bei Markus Lanz manchmal als Experte, ja? Wenn wir uns die Corona-Krise angucken, also irgendwie alle SchauspielerInnen, jeder hatte ja irgendwie eine Meinung und war plötzlich Expertin in dem Bereich. Ja, da ist man ja dann auch selber Schuld, sage ich jetzt mal, wenn man dann diese Leute nach ihrem ExpertInnenwissen fragt. Und Gleiches gilt meiner Meinung nach auch, wenn eben eine Influencerin politische Inhalte teilt. Also ich glaube schon, und ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderer Ansatz, da muss man vielleicht auch mal überlegen, das überlege ich mir als Mutter täglich, die eine 8-jährige Tochter hat, wie kann ich meinen Kindern auf diese wilde Social-Media-Welt vorbereiten, und da muss man vielleicht mal ansetzen, was Medienkompetenz angeht. Ich glaube schon, dass die meisten Leute, also schwarze Schafe gibt es überall, egal jetzt ob auf Social Media oder eben in der klassischen Welt, ja, also was die Bild-Zeitung schreibt, man muss nur mal in den Kiosk gehen, super Illo, wie sie da alle heißen, da sind irgendwelche erfundenen Geschichten drin, Helene Fischer hat Krebs und ist gestorben, dann gibt es vom Presserat eine Rüge, dann wird das richtig gestellt im Internet, das bekommen dann die Leserinnen im Zweifel gar nicht mit, ja. Also es passiert ja auch so viel Mist jetzt schon, dass ich mich frage, wie gesagt, also ich glaube, die Leute erkennen das, die meisten, und wenn es irgendwo knallt und wenn irgendwo Krise ist, glaube ich schon, dass die meisten User, die auf Instagram sind, nicht Dieter Bohlen fragen oder gucken, was der in der Story dazu gepostet hat, sondern vermutlich auf der Tagesschau-Seite oder einer Quelle, sich an eine Quelle wenden, wo sie wissen, aha, bei der bekomme ich verlässliche Informationen. Wenn ich darauf eingehen dürfte, um vielleicht auch meiner Wutrede von gerade eben noch etwas Konstruktivem hinzuzufügen, um auch dieser Einladung, dieser Veranstaltung gerecht zu werden. Ich denke, es ist zwingend notwendig, dass wir in sozialen Netzwerken, und jetzt werden alle von den Landesmedienanstalten auch innerlich applaudieren, eine ganz klare Kennzeichnungspflicht einführen. Eine Kennzeichnungspflicht für eben
journalistische Beiträge, einen Kommentar, einen Meinungsbeitrag, eine ganz klare Nachrichtenmeldung. Ich glaube, ohne dies wird es nicht funktionieren, weil wir reden hier von Gut und Böse. Wer definiert Gut und Böse? Da könnten wir jahrelang drüber philosophieren. Aber was ein Kommentar ist, was eine Meinung ist und was eine dpa-Nachrichtenmeldung ist, das können wir relativ gut eingliedern. Und ich denke, da müssten wir auch Plattformen mehr in die Pflicht nehmen, dass sie eben auch solch eine Kennzeichnungspflicht vorantreiben. Und dann denke ich auch, dass InfluencerInnen, die möglicherweise keine journalistische Ausbildung haben, sich trotzdem bewerben können durch gute Arbeit, dass sie auch eingestuft werden als Nachrichtenquelle. Und wenn der Presserat aber dann bei Influencer XY immer wieder feststellt, Moment mal, das stimmt alles gar nicht, was der sagt, dann gibt es auch da Rügen und dann verlieren die eben diesen Status. Aber ohne eine klare Kennzeichnung zwischen Kommentar und Nachrichtenmeldung wird das nicht funktionieren und wird es immer ein undurchsichtigeres Sammelbecken an Informationen, die am Ende keiner mehr zuordnen kann. Ja, finde ich super. Ich denke auch, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, den man gehen kann. Ob es eine Kennzeichnung allein ist oder ob es vielleicht noch weitergehen müsste, wirklich mit Moderation und Kategorisierung der Inhalte könnte man auch diskutieren, weil was ich auch als Gefahr sehe, da werden wir jetzt als Verein nicht so viel beitragen können, weil das nicht unsere Ausrichtung ist, aber es ist schon unglaublich, man kommt auf ein Medium, nehmen wir jetzt TikTok, es kann irgendein sein, man will sich vielleicht einfach nur unterhalten, man kann es gar nicht selbst steuern, weil da kommt einfach alles auf uns zu. Ich bin 35, ich habe einen Fachhochschulabschluss, ich kann es irgendwie noch einsortieren, gewisse Informationen, vielleicht nicht mal alle, auch ich gerade in diese Black Holes und keine Ahnung was. Aber wenn ich mir vorstelle, ein 13-, 14-jähriges Kind, das noch nicht ausgereift ist, keine Kompetenzschulung, keine Ausbildung, alles Mögliche hat, das kommt auf TikTok oder sonst ein ungefiltertes Tool und kriegt einfach Meldungen, Sachen auf einmal, nacheinander. Also das ist schon sehr, sehr gefährlich. Und aber ich glaube, da müssen wir ja ansetzen, oder? Mitunter. Ich glaube, mitunter. Ich glaube, es gibt verschiedene Felder, wo man ansetzen muss. Das ist sicher eins davon. Und was du aber gesagt hast, dass man weiß ja, welche Quellen das man konsultieren kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man das weiß. Vor allem nicht als 13-, 14-, 15-Jährige. Und auch, ich komme aus einer Migrationsfamilie. Ich bin hier in ein Land gekommen. Ich kenne auch die anderen Schichten, nicht nur die Supergebildeten, die hier im Raum sitzen. Auch dort für so Menschen, die nicht mal die Sprache teilweise kennen in einem Land, aus einem Land mit einer ganz anderen Informationskultur haben, ist es nicht so einfach festzustellen, was am Schluss die richtigen Quellen sind und diese dann auch wirklich zu verstehen. Also ich glaube, da hat es auf allen Seiten noch ganz, ganz viel Arbeit, die vor uns liegt. Ich fasse das an der Stelle mal zusammen. Also ihr schlagt unter anderem vor, dass es irgendwie Kennzeichnungen gibt, die aber... Also aus eurer Perspektive, müssen die von den Plattformen kommen oder sind das tatsächlich unabhängige Stellen, die sowas übernehmen sollten? Ja, ich glaube, auch ein gesunder Mix macht es am Ende aus. Also ich fände es verantwortungslos, gerade wenn man ja auch bei einer Plattform wie Twitter sieht, was passiert, wenn die in... sagen wir mal, die falschen Hände gerät, wenn zum Beispiel Verifizierungssysteme auf einmal gnadenlos von einem Tag auf den anderen geändert werden und am Ende auch überhaupt keiner mehr weiß, was jetzt überhaupt ein blauer Haken bedeutet oder eben nicht. Da sehe ich eine große Gefahr, also mal eben zum Beispiel Meta zu sagen, ihr dürft jetzt die und die Leute als das und das einstufen, sehe ich als sehr gefährlich an. Da sehe ich definitiv auch eine Aufgabe bei den Landesmedienanstalten, aber natürlich müssen die Plattformen einem da auch entgegenkommen. Und übrigens, was die Plattformen ja heute schon eigentlich tun sollten, Fact-Checking vorantreiben. Gerade bei Twitter sehen wir das seit mittlerweile über einem Jahr. Es passiert kaum etwas in diese Richtung. Also es gab mal ein ganz gutes Department für Fact-Checking. Da wurden dann, ich glaube, alle mal kurzzeitig auf jeden Fall gefeuert. Auch ein super mutiger Schritt, auch kurz von der Wahl in den USA das zu tun. Ich glaube, die Anschlüsse, die ja bei solchen Panel-Diskussionen schon in den letzten Jahren getätigt wurden, zum Beispiel mal eben Fakten immer wieder zu checken, da muss man einfach konsequenter vorgehen und da muss man keine neuen, also man muss das Rad nicht immer da wieder neu erfinden. Ich fand die Idee super, dass man gerade bei PolitikerInnen im Wahlkampf die Tweets und Postings checkt. Warum passiert das nicht ausreichend?
Ich habe mir noch eine andere Baustelle aufgeschrieben, über die ich immer wieder nachdenke, aus journalistischer Perspektive natürlich, nämlich die Unabhängigkeit. Das war hier heute auch schon mal kurz Thema. Also für Journalisten gilt, wir dürfen keine Werbung machen, weil wir unabhängig bleiben müssen. Auch da gibt es Ausnahmen, bevor ihr damit gleich wiederkommt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht so beachten, aber dazu gehört unter anderem auch, dass in Zeitungen, in Medien die Werbeabteilung und die Redaktion sehr, sehr strikt getrennt sind. So soll es jedenfalls sein. Bei Influencern oder bei Creatoren ist es oft anders, weil im Prinzip die keine Wahl haben. Also die Plattformen sind so aufgebaut, wir haben schon über das Stichwort Monetarisierung gesprochen, aber in der Regel ist es so, dass Creator auf Plattformen, wenn sie das zu ihrem Hauptberuf machen oder wenn sie dort eben viel Zeit verbringen, natürlich jeder von uns muss Geld verdienen, zusehen müssen, dass sie dieses Geld selber reinbekommen. Und da ist jetzt eben die Frage, wie kann man das machen, ohne sich damit abhängig zu machen von Unternehmen, von Marken etc. Elisabeth, wie machst du das? Ja, also wie gesagt, ich habe den Kanal 5 Jahre geführt und parallel zu meinem Job als freie Journalistin und Producerin, und irgendwann musste ich mich auch vor mir selber ehrlich machen, und wie gesagt, ich bin auch Mutter und habe gesagt, wenn ich das Vollzeit mache, wie monetarisiere ich das? Ich bin Journalistin, ich schalte ja bloß keine Werbung, und habe das auch so mit der Community besprochen, also das, so diese nächsten Schritte, die bespreche ich dann auch transparent, habe gesagt, Mensch Leute, ne, einige von euch folgen mir schon seit einigen Jahren, so und so sieht's aus, das ist hier echte Arbeit, das sind echte Inhalte, was machen? Dann kam die Idee, spenden. Das habe ich dann auch eingeführt, und im ersten Monat kamen 400 Euro zusammen, im zweiten 120 und im dritten 80, und das muss ich hier niemandem im Raum erklären. Damit bin ich als Mutter von 3 Kindern nicht so weit gekommen und habe dann mich dazu entschlossen, Werbung zu schalten. Das mache ich auch. Ausgewählt, ganz transparent bin ich damit umgegangen und schalte wie andere Magazine, weiß ich nicht, zwischen 2 und 4 Mal im Monat, immer am Wochenende in meinen Instagram-Stories Werbung, mache das kenntlich. Klar, also über diese Unternehmen, mit denen ich dann da kooperiere, die sind erstmal durch meine, also da hat ein Faktencheck stattgefunden, und über die könnte ich dann natürlich nicht kritisch berichten. So, das ist die eine Einnahmequelle, und ich habe eben auch noch ein monatliches Online-Magazin auf Steady, auf dieser, wie heißt denn das, Small Creator-Plattform, wo die Abonnentinnen 5 Euro im Monat zahlen. Und da versuche ich eben so beide Säulen laufen zu lassen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn ich eines Tages auf Werbekunden komplett verzichten kann. Hast du denn das Gefühl, dass dich das Werbungsschalten irgendwie beeinflussen könnte? Also es könnte passieren, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie eine laufende Lüpfersäule wäre und irgendwie jeden Tag 10 unterschiedliche Werbepartner hätte. Aber dadurch, dass das wirklich so ausgewählt ist, glaube ich das nicht. Also ich würde ja meine Glaubwürdigkeit verlieren, ich würde ganz schnell meine Follower verlieren, wenn ich irgendwie, wenn die das Gefühl hätten, ja, ich versuche da jetzt größtmöglichsten Profit zu schlagen. Also ich könnte wahrscheinlich mit meiner Reichweite locker 25.000 Euro im Monat Umsatz machen, dann würde ich aber auch meine Glaubwürdigkeit verlieren, ne? Und ich gehe damit ganz transparent um, es ist kenntlich gemacht, jetzt folgt Werbung. Ich erkläre das auch manchmal, dass sich diese Arbeit auf Instagram eben so noch finanziert. Ja, glaube, dass ich da sauber arbeite, weil ich eben den journalistischen Content, den redaktionellen Teil von der Werbung trenne. Wir haben, oder ich habe euch im Vorfeld gefragt, wie würdet ihr oder würdet ihr überhaupt Content Creator regulieren?
Und diese Frage gebe ich gleich an euch drei. Wir haben da eben schon in Ansätzen drüber gesprochen. Ich möchte euch gerne meine Idee vorstellen. Also meine Idee war, dass man so eine Art Pressekodex macht, der dann wiederum aber für Content Creator und Influencer gilt. Also der muss gegebenenfalls an manchen Stellen natürlich umgeschrieben werden, aber sowas wie das Zwei-Quellen-Prinzip und Unabhängigkeit, Transparenz und so weiter, dass man das da in gewisser Weise drin verankern könnte. Ich bin nur Journalistin, nicht Creatorin. Was haltet ihr davon? Weil du mich so anschaust, fange ich mal an. Ich finde den Ansatz erstmal gut. Die Realität sieht natürlich vor, dass auch da harte Kontrollinstanzen geschaffen werden müssen, weil es ist ja ein leichtes, wenn ich mich auf einer Plattform anmelde und dann mal eben einen Haken setze, so wie wir alle ja auch alle AGBs gelesen haben, kann ich auch mal eben so einen Kodex gelesen haben und ja klar, Journalist, verpflichte ich mich, bin ich, zack, angekreuzt und dann poste ich irgendeinen Schmarrn. So, das wird vermutlich passieren und genau da müssen wir halt dann eben... Dann gäbe es ja Rügen zum Beispiel. Öffentlich. Genau, und das ist aber wichtig, ich meine, das sehen wir ja auch auf anderen Ebenen jetzt gerade, freuen sich ganz viele über eine EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten, wo ich auch von Anfang an gesagt habe, mal schauen, wie die praktisch umgesetzt wird und ich glaube, das gilt auch im social-medialen Bereich bei eben sowas, aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen, genau das brauchen wir, das ist wichtig, aber es braucht vor allem auch Kontrollinstanzen und die dürfen nicht aus irgendwie deutschlandweit 3 Mitarbeitenden bestehen, die sich täglich fast schon Millionen von Posts anschauen müssen. Anja. Ja, das ist eigentlich unser Ansatz. Also wir haben einen Code of Conduct kreiert und zwar nicht ich und 3-4 Personen, sondern wir haben gezielt auf der einen Seite Creators ans Boot genommen aus ganz verschiedenen Bereichen und auf der anderen Seite haben wir einen Beirat gebildet aus Fachexpertinnen und Fachexperten vom Thema Rassismus über Fachhochschulen aus dem rechtlichen Bereich. Und wir haben zusammen 10 Verhaltenscodexes oder Guidelines entwickelt, die die Basis der ganzen Vereinsarbeit sind. Und jeder und jede, der bei uns Mitglied werden möchte, muss sich mit diesem Code of Conduct auseinandersetzen. Wir haben auch ein Quiz dazu entwickelt. Wir haben mit einem Ex-Moderator und Comedian ein Tutorial gemacht, weil heutzutage liest ja niemand mehr. Es bringt nicht so viel, ein Papier zu haben. Wir haben ein Video dazu gemacht, das 5 Minuten dauert. Und somit ist das der erste Schritt für eine Mitgliedschaft, dass sie sich wirklich committen, okay, ich habe das gelesen, ich stimme dem zu. Und was wir ja auf der anderen Seite haben, wir haben nicht nur Mitglieder in Form von Creators, die verpflichtet sind, sondern auch Partner, die den Verein auch mittragen und mitfinanzieren müssen, sollen, weil eben ehrenamtlich kann man bis zu einem gewissen Anzahl arbeiten, danach müssen auch wir den Verein und auch die Arbeit, die wir leisten, finanzieren. Und da haben wir die Agenturen mit dabei, aber auch Unternehmen und Organisationen. Und auch die sensibilisieren wir auf diesen Code of Conduct, weil auch sie ihn einhalten sollen, wenn sie mit Creators zusammenarbeiten. Und was wir jetzt auch machen möchten, wir wollen mit den Agenturen zusammen eben schauen, wie kann man dafür sorgen, dass das eingehalten wird, was macht man, wenn man dagegen verstößt. Was wir zurzeit nicht möchten, ist eine Verifizierung machen, weil ja, das kann dann auf beide Seiten laufen, sondern unser Ziel ist es wirklich, dass dieser Code of Conduct gemeinsam weiterentwickelt wird und dann eben auch über Kampagnen und mit Organisationen, Institutionen, Stiftungen oder vielleicht auch Bildungsinstitutionen die Gesellschaft erreicht und eben auch über die Creators, die unser Sprachrohr werden sollten für diese Guidelines. Und so möchten wir eigentlich wie aus der Theorie und Praxis die Gesellschaft sensibilisieren, aufklären und vielleicht dann später mal auch verpflichten. Was ist denn der Vorteil für Creator, bei euch Mitglied zu werden? Hey, für Creators ist der Vorteil sicher, dass sie Teil einer Bewegung sein können, Teil einer Conscious Community, dass sie eben mitbestimmen und mitmachen können. Wir merken auch, dass bei ihnen auch das Bedürfnis da ist. Also viele möchten ja auch eine gute Social-Media-Sphäre, ein gutes Business. Sie möchten auch einen Beitrag dazu leisten. Viele sind sehr, sehr jung, die sind einfach dort draufgekommen, die sind sich den Konsequenzen und der Verantwortung gar nicht bewusst. Die sind auch mega happy, dass sie Support haben. Das ist auch schön, das Schöne mit unserem Beirat, dass wir wirklich auch eine Fachexpertise bringen und nicht nur ein Papier und ein Netzwerk haben, sondern wirklich auch, wenn es darauf ankommt, ihnen zur Seite stehen können. Ja, das sind, glaube ich, die
Hauptpunkte zum Dabeisein und natürlich auch ein Netzwerk zu haben, wo man sich empowern kann und auch helfen kann langfristig. Aber eben, wir sind noch im Aufbau, am Anfang, und darum sind wir auch Gespräche sehr, sehr wichtig, diese Mitgliederversammlung, dass wir eben auch rausfühlen, hey, was braucht ihr wirklich, was können wir euch anbieten und was könnt ihr auch dazu beitragen. Richtet ihr euch an ein Dachpublikum oder also im Sinne von deutschsprachig oder ist das tatsächlich eine Schweizer Sache? Hey, wir starten jetzt mit der Deutschschweiz, aufgrund von dem, dass ich zurzeit allein die Geschäftsstelle mache und Ressourcen. Das Ziel ist es dann, dass wir schweizweit weitermachen, das heißt, wir müssen auch Französisch und Italienisch abdecken, werden sicher auch Englisch abdecken und ja, jetzt mal Step by Step, wenn das gut kommt, bin ich offen, um das weiterzuspielen oder andere Organisationen und Leute und Sachen zu motivieren, uns gleich zu tun. Ich denke, gute Sachen sollten sich weiter streuen, egal wie und wo drüber. Und wenn wir etwas anregen können, bin ich noch so happy drüber. Ich fand interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass Creator auch das Bedürfnis haben, tatsächlich sich da zu organisieren. Und tatsächlich kann ich diesen Eindruck unterstützen, auch mit den Creator, mit denen ich gesprochen habe, wenn es um dieses Thema ging. Da haben viele gesagt, ja, es wäre gut, wenn es da irgendwie mal Richtlinien geben. Ich würde es auch unterstützen, wenn wir das irgendwie mal organisieren könnten und so weiter. Es kommt aber irgendwie nicht dazu. Was ist der Grund? Zeitmangel? Vielleicht könnt ihr dann aus Creator-Sicht mehr sagen. Ich glaube, für vielen, also es ist wie bei allem am Anfang, wir haben es ja vorher diskutiert, es ist eine Angst, etwas anzureißen. Es braucht viel Mut, egal ob es die eigene Firma ist, einen Instagram-Channel öffentlich machen, sich irgendwie zu exponieren, braucht viel Mut. Es braucht Rückendeckung, wir haben gelernt, es braucht immer ein Konzept, einen Businessplan oder irgendetwas. Also ich glaube, da als junger Creator ist man schon mal ein bisschen eingeschüchtert. Dann der zweite Aspekt kann auch sein, ich meine, jeder Creator ist auch irgendwo durch ein kleines Business und wir wissen, wie unsere Gesellschaft, unser System funktioniert, nicht nur auf Creator-Seite, überall. Zuerst Profit, dann alles andere, also dann schaut man halt zuerst, dass das Business, der Channel läuft und dann, ob die Zeit noch reicht, sich nebenbei für etwas anderes zu organisieren, ist dann die andere Frage. Und ich denke, was ich jetzt bei mir sehe, was mich dazu bewogen hat, mich zu engagieren und das zu gründen, war wirklich diese Opportunity und dieses Privileg, dass ich an einer Stelle sein durfte als Co-CEO der größten Schweizer Influencer-Marketing-Agentur und somit eine Stellung hatte im Markt, eine Legitimation. Und auf der zweiten Seite, was man auch nicht unterschätzen darf, ich hatte Zugang zu einem Netzwerk. Also vorhin, der Herr Politiker hat es ja gesagt, er kann das Telefon in die Hand nehmen und in Hamburg jeden erreichen. Das ist super, das kann ich auch. Ich kann das Telefon in die Hand nehmen und Leute anrufen, ihnen erzählen, was ich mache, und die finden das per se cool. Und ich glaube, ein Creator hat noch 3, 4, 5 Brücken vorher zu machen, weil er eben nicht diesen Titel in seinem CV hat. Und ja, vielleicht sogar, wenn Influencer anruft, die meisten Reaktionen sind, oh nein, ein Influencer, weil eben die Branche leider immer noch sehr, sehr negativ behaftet ist. Elisabeth, macht eine Regulierung irgendwie Sinn? Also ich fände es toll, wenn bestimmte Sachen reguliert werden, und natürlich gucke ich da auch mit Staunen drauf, wer sich auf den Social Media Plattformen Journalist, Journalistin nennt, ja, und irgendwie ja, vielleicht nicht nach den Leitlinien des Pressekodexes arbeitet, aber ich glaube, das ist halt, also wenn ich jetzt aus der Perspektive einer Journalistin darauf gucke, und ich glaube, jeder, der irgendwie eine journalistische Ausbildung hinter sich hat, zahlreiche unbezahlte Praktika, ein Volontariat, und dann feststellt, okay, eigentlich kann sich jeder so nennen, obwohl wir einen Pressekodex haben und Medienrecht und so weiter, und wir alle wissen, wie schwer das
ja, dann in der Praxis umzusetzen ist, ja, also irgendwie alles, was nicht gegen ein Gesetz verstößt, also was gibt es für rechtsradikale Blätter, die veröffentlichen dürfen, ja, frage ich mich, ob das umzusetzen ist. Also wer kontrolliert das dann? Also ich bin total dafür und ich unterschreibe auch all die Dinge, die ihr in eurem Kodex aufführt, aber frage mich ja, wer kontrolliert das dann, selbst wenn die Creator das dann irgendwie unterzeichnen oder ja. Vielleicht ist das Problem, dass die Branche einfach noch sehr jung ist und es keine Leute gibt, die dann in diese Kontrollinstanzen gehen könnten oder so, die aus beiden Richtungen kommen oder sowas vielleicht, ja. Aber ich finde es spannend, was du sagst, dass du hast eben angesprochen, im Journalismus, der Weg dorthin ist relativ lang und das Ergebnis ist manchmal ein bisschen ernüchternd, also viele unbezahlte Praktika und dann steht man da und dann sieht man eben auf TikTok die Leute, die das einfach so machen und teilweise auch gut machen. Ja. Und, aber vielleicht ist das auch eine Chance. Also der Journalismus hat ein riesengroßes Nachwuchsproblem. Das wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werden. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Aber das nur an dieser Stelle. Und vielleicht eröffnen soziale Netzwerke oder die Plattform, ist ja alles gar nicht mehr unbedingt ein soziales Netzwerk, die Chance, da tatsächlich Nachwuchs zu finden. In Zukunft. Gibt es ja jetzt bereits, ja, auch schon, ne? Also diese Kooperationen von klassischen Influencerinnen, ja, die irgendwie eine Zielgruppe ansprechen, ja, die dann unter Funk oder welchem Mann auch immer schlüpfen. Das kann auch eine Chance sein. Total. Also Luisa Dellert ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die ist jetzt Moderatorin einer politischen Talkshow, Dieb und Deutlich heißt die. Und man hat Luisa Dellert eben über Instagram entdeckt, weil sie auch viel Politisches macht und dort bei Dieb und Deutlich hat sie jetzt eine ganze Redaktion im Rücken, die sie da unterstützt. Und ich habe mit Luisa Dellert übrigens auch schon gesprochen und sie ist zum Beispiel super, sie geht mit dieser Verantwortung sehr, sehr bewusst um, aber sagt eben auch, es ist super, eine Redaktion im Rücken zu haben, die Fakten prüft und ja, sie da unterstützt. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz guter Schlusspunkt, um unsere exklusive Viererdiskussion hier zu schließen und vielleicht mal in die Fragen zu schauen, damit es nicht wieder untergeht. Genau, ich habe mal parallel hier ein bisschen geguckt bei Slido, es sind tatsächlich so einige Fragen, 4, 5 eingegangen. Eine Bemerkung, die auch noch auf die Diskussion vor der Pause zurückgreift, da geht es nochmal um die Schwierigkeit abzugrenzen, also in diesem Spektrum von Newsfluencern bis hin zu, dann werden die Beauty-InfluencerInnen immer so als anderer Pol dargestellt. Wie verteilt sich da Relevanz? Was gibt es, welche, die wir für relevanter als andere halten würden? Und geht mit Relevanz oder nicht dann auch Verantwortung einher? Das wäre so eine Frage. Also müssen sich Beauty-InfluencerInnen den gleichen Verantwortungs- und Relevanzmaßstäben stellen, wie vielleicht jemand von euch auf dem Podium? Das wäre so eine Frage, die ich jetzt mal so offen erstmal weitergebe und eine ein bisschen konkreter, aber auch nicht an einen direkt von euch gerichtet, wie häufig fragen staatliche Stellen bei Influencerinnen und Influencern nach, um ihre Themen unterzubringen? Also gibt es sowas wie versucht, Themen zu platzieren aus dem politischen Feld? Es gibt noch mehr Fragen, aber die beiden gebe ich erstmal weiter. Ich würde gerne direkt auf die erste Frage eingehen. Natürlich muss eine Beauty-Bloggerin oder ein Beauty-Blogger sich nicht mit allen Hintergründen, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Nahostkonflikt, auskennen, wenn die Person über einen Eyeliner berichtet. Das ist logisch. Ich glaube aber trotzdem, und deswegen lehne ich auch die Berufsbezeichnung Sinnfluencer ab, das hast du bestimmt auch schon ganz oft gehört, also ich werde immer wieder als Sinnfluencer präsentiert, weil es ja impliziert, es gibt die InfluencerInnen, die können alles tun. Die können wirklich alles tun, die können wirklich alles in die Kamera sagen und man verzeiht es ihnen, dann gibt es die SinnfluencerInnen, wenn die aber nur einen Fehler machen, dann werden die alle gecancelt. Und ich glaube, auch wenn man Beauty-Bloggerin ist und natürlich nicht tagtäglich über politische Themen berichtet, muss man sich seiner Verantwortung bewusst sein, gerade auch was ja so unterschwellige Themen angeht, also was lebe ich eigentlich vor, was hat das vielleicht auch mit bewusstem Konsum zu tun, Konsumkritik, darauf gehen immer wieder auch InfluencerInnen ein und dass man sich zumindest da mal professionellen Rat einholt, erwarte ich eigentlich von allen erfolgreichen Beauty-Bloggern und Bloggerinnen, aber natürlich müssen sie politisch nicht so informiert sein, wie es vielleicht du sein müsstest bei gewissen Themen und nichtsdestotrotz finde ich diese Trennung von, es gibt die, die haben Sinn und die sind quasi
sinnlos, halte ich für Schwachsinn. Ja, hier würde ich gern ansetzen, weil wer definiert gut und böse, wer definiert sinnvoll und sinnlos? Sorry, mit 14 war für mich eine Beauty-Influencerin viel wichtiger als ein Politik-Influencer. Also sorry, das hat mich null interessiert. Und wir sind uns auch nicht bewusst, wie viel, ich will jetzt nicht schaden, aber auch wie viel Verantwortung auch ein Beauty oder Travel oder sonst Influencer hat, weil die jungen Leute, die nehmen die ernst, die haben Millionen von Follower, Followerinnen und das kann man nicht kleinreden, nur weil wir als erwachsene, gebildete Leute dieses Feld nicht so sinnvoll oder nicht so relevant finden, finden es deren Followers extrem wichtig und das hat Einfluss auf ihren Gemütszustand, das hat Einfluss auf ihr Role Modeling, das hat Einfluss auf ihre mentale Gesundheit und drum, alles sind Influencer oder Uninfluencer. Ich finde die Bezeichnung auch mega scheiße, ich bin da wirklich bei dir. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal auch von unserem hohen Alters- oder Bildungsross ein bisschen runternehmen und wirklich die verschiedenen Relationen und vor allem auch unsere jüngeren, aber teilweise auch älteren Mitmenschen in Betracht ziehen und genauso wichtig nehmen, wie wir uns die Politik, die News ernst nehmen. Ich würde noch ergänzen wollen, dass gerade auf diesen ganz großen Accounts, die mit Beauty und Lifestyle oder Travel-Themen oder sowas groß geworden sind, da geht es schon lange nicht mehr nur um darum, einen Kajal zu bewerben oder sowas. Also die nehmen die Menschen in ihren Alltag mit, da geht es immer auch um gesellschaftsrelevante Themen. Mittlerweile hat sich auf TikTok, insbesondere auch auf Instagram, ein sehr beliebtes Format durchgesetzt, dass sich Männer wie Frauen einfach schminken und währenddessen was erzählen. Also du siehst dann, wie die sich fertig machen, aber die erzählen dann nebenbei was und das sind schon auch Dinge, die gesellschaftlich relevant sind und da sind schon auch manchmal Dinge dabei, wo ich dann davor sitze und denke, nein, das stimmt so nicht ganz. Also da sind die Fakten dann vielleicht nicht oder so. Und da ist halt die Frage, oder diese alte Frage, was ist alles politisch und wo fängt es an und wo hört es auf? Und in dem Sinne würde ich schon sagen, dass mit dieser großen Reichweite eben die große Verantwortung kommt, egal zu welchem Thema. Wenn ich noch ganz kurz darauf eingehen darf, ich halte mich wirklich kurz. Ich glaube, möglicherweise sitzen auch heute hier VertreterInnen aus Agenturen in diesem Raum. Agenturen sind meiner Meinung nach vor allem die Social-Media-Agenturen, die halt proaktiv auch die InfluencerInnen einbuchen und die Kampagnen nachher umsetzen. Diese Agenturen sind irgendwo auch moralische Türsteher für Kampagnen, weil InfluencerInnen in ihrem Berufsalltag oft auch gar nicht mal die Zeit haben, sich ein Briefing detailliert durchzulesen oder sogar noch einen Faktencheck zu machen. Und wenn ich als Agentur sehe, da ist ein Produkt, das ist wirklich scheiße. Und das ist vor allem für junge Menschen scheiße. Und ich habe eine Influencerin, die erreicht irgendwie 2 Millionen junge Mädchen zwischen 10 und 14. Dann muss ich dieses Produkt nicht mit dieser Influencerin vermarkten. Und ich werde auch wahrscheinlich nicht morgen Insolvenz anmelden müssen, weil ich einmal diese Kampagne absage. Und also ja, auch InfluencerInnen tragen Verantwortung, Agenturen aber genauso. Und Firmen auch. Ja, natürlich. Ich hake nochmal stellvertretend für anonym nach, mit der politischen Themenplatzierung, habt ihr da Fälle zu berichten? Oder, also wenn nicht, also, ist auch nicht schlimm, aber... Ob Anfragen kommen... Die Frage, wie häufig fragen staatliche Stellen bei Influencern nach, um ihre Themen unterzubringen? Ich bekomme viele Anfragen. Ich habe das auch gehört, also mit vor allem größeren Influencern, denen ich gesprochen habe, die werden immer wieder zu irgendwas eingeladen und ja. Würde ich auch per se gar nicht grundsätzlich verteufeln, weil ab und an finde ich es gar nicht mal unspannend, wenn InfluencerInnen auch in Ministerien eingeladen werden und dort teilhaben dürfen und ihrer Community erzählen, was zum Beispiel im Familienministerium aktuell abläuft und geplant wird. Aber natürlich ist das immer dieser schmale Grat, der dann eher so zu dieser politischen Kaperung tendiert. Auch da wichtig, dass man entweder selbst oder mit einem Management zusammen genau an sich anschaut, wo besteht ein offenes Interesse, hey, schau dir das mal an und wo will wirklich eigentlich nur eine politische Agenda vorangetragen werden, aber grundsätzlich gerade reichweitenstarke InfluencerInnen in einem politischen Bereich, auch die ich kenne, bekommen sehr viele Anfragen von solchen Stellen und lehnen sie aber tatsächlich häufig ab, weil sie eben befürchten, oh, das könnte vielleicht gar nicht so neutral sein, wie es hier beschrieben wird.
Muss ich nur mal Christian Lindners Accounts angucken. Da tauchen ständig irgendwelche aus dem Bereich Creator-Influencer auf, die das dann offensichtlich nicht ablehnen. Und Herr Lindner nutzt das sehr, sehr geschickt. Ich meine, es ist ja nicht sein Problem. Er macht das wirklich schlau. Lässt sich dann auch von den Leuten interviewen, die nicht gelernt haben, kritisch nachzufragen, in irgendwelche Türchen reinzugehen, wo Politiker dann gerne schwammig werden oder sehr, sehr, sehr ungenau und so. Das machen die ja nicht. Und Herr Lindner kriegt dadurch, der geht ja auch in normale Medien, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da Angst vor hat, aber er kriegt dadurch einfach wahnsinnig viel Reichweite in einem auch jungen Publikum und sehr unkritische Reichweite, muss man dazu sagen. Das interessiert einige hier, also das sind jetzt so Fragen, die so in Richtung mal aus dem Nähkästchen plaudern kommen, da kommt nämlich die Folgefrage, welche staatlichen Stellen solche Anfragen? Und alle. An Elisabeth kam vorhin auch noch die Frage, ob du mal sagen kannst, wer denn deine Werbekunden sind. Ja, wer, also soll ich jetzt hier die Marken nennen? Welche Form von Werbung ist das dann, beziehungsweise ja, mit wem kooperieren Sie? Welche Form von Werbung? Ich muss jetzt gerade überlegen, weil ich jetzt auch schon länger keine Werbung mehr gemacht habe. Also zum Beispiel für eine Lern-App, die sich Sofa-Tutor nennt, habe ich Werbung gemacht. Dann, was hatte ich denn noch so? Ein Berliner Start-up, da kenne ich auch die Gründerin persönlich, die machen Schminke. Ja, aktuell lehne ich eigentlich mehr ab, als dass ich annehme, weil die dann unseren Kriterien irgendwie nicht standhalten. Aber so, das sind ausgewählte, was hatte ich denn noch so? Readly, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen diese App kennt, das ist auch eine App, die Zeitungsangebote hat, also so ein Netflix für Zeitungen. Also ich gucke schon, dass das immer in meine Branche passt, beziehungsweise dann auch zum Teil Produkte sind, die ich persönlich wirklich nehme. Also es ist auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass ich dann diese Firmen angeschrieben habe. Alnatura war letztes Jahr ein Kunde von mir, aber das ist dann eben nicht so, dass ich irgendwie die neuesten Produkte von Alnatura zeige, sondern die haben beispielsweise eine Initiative mit dem NABU zusammen gestartet, wo sie Bauern helfen, von der konventionellen Landwirtschaft in die Biolandwirtschaft zu gehen. Und diese Kampagne habe ich beispielsweise vorgestellt, also solche Werbung sind das. Also stellvertretend für anonym, danke für die Offenheit. Genau. Gerne. Das. Zwei andere Fragen will ich nochmal zusammenfassen, die gehen so ein bisschen in die Überlappungsbereiche mit anderen Professionen. Das eine ist, wie könnte man gerade junge Influencerinnen und Influencer im Bereich journalistische Grundsätze fortbilden? Also dass man denen, die sagen, ich möchte gerne Influencerinnen und Influencer werden, eben ein bisschen Handwerk möglicherweise beibringt. Wie könnte man das machen? Und die andere, ein bisschen verwandte Frage ist, wie könnten Influencerinnen und Influencer denn auch Medienkompetenz vermitteln? Weil das Stichwort fiel vorhin ja auch, dass das, gerade weil sie eine junge Zielgruppe erreichen, möglicherweise eine sehr ehrenvolle Aufgabe wäre. Es gibt schon diverse journalistische Fortbildungsprogramme, für die man auch keinen Studienplatz braucht oder bei denen eigentlich kaum Qualifikationen erforderlich sind, auch private Kurse, die viele Menschen oder eben auch Journalisten in ihrer Freizeit machen. Also ich glaube, das Angebot gibt es schon, es wird nur falsch vermittelt und vermarktet. Also ich denke, auch da müsste man vielleicht proaktiver auf InfluencerInnen zugehen, Werbung schalten und stärker kommunizieren, dass es das gibt. Und natürlich kann man diese Angebote auch ausbauen. Perfekt sind sie nicht. Aber sie sind ja eben schon da und ich glaube, sie müssen jetzt nur vielleicht noch stärker, unter anderem durch Vereine und Netzwerke wie euren, an die entsprechenden CreatorInnen rangebracht werden. Dazu von mir noch eine Rückfrage. Du hast ja auch, warst ja auch für Funk unterwegs und Funk macht es ja sehr, sehr aktiv, dass die auf Influencer oder irgendwie bekannte Gesichter zugehen und die in journalistische Formate einbinden. Hast du von denen denn auch mal irgendwie eine Art Schulung bekommen oder so?
Ich war sogar Teil der Formatentwicklung. Also ich wurde nicht einfach nur, als schon die Idee stand, gebucht und moderiere das mal und du machst das jetzt und alles ist gut, sondern vom Entstehungsprozess bis quasi nachher zum Ende war ich voll und ganz mit dabei. Und bevor wir auch nur einen Satz in die Kamera oder ins iPhone gesprochen haben, haben wir wochenlang uns darauf vorbereitet. Also wurden sowohl was Moderationstechniken angeht geschult, wurden aber eben auch haben so journalistische Crashkurse durchgemacht. Wir haben, was ja ein Klima- und Umweltformat war, WissenschaftlerInnen an einem Tag eingeladen, die Vorträge gehalten haben. Also möchte jetzt hier nicht meine Hand ins Feuer halten für alle Funkformate. Bestimmt macht Funk auch an vielen Ecken und Kanten nicht alles richtig. Das weiß ich sogar. Aber in dem Fall haben sie sich wirklich bemüht und ich denke, genauso sollte man auch bei zukünftigen jungen Formaten vorangehen. Und zumindest natürlich war das keine journalistische Ausbildung, so wie du sie gemacht hast, aber wir haben ja auch am Ende nicht frei als Hosts die ganzen Texte geschrieben. Also wir saßen dann auch eben mit anderen JournalistInnen zusammen, aber wir zumindest wurden so weit geschult, dass wir für unsere Rolle als Host dieses Formates bestens vorbereitet waren. Und genau, das würde ich auch in Zukunft gerne so bei anderen Formaten sehen. Und was ich bei dieser Frage noch gerne ergänzen würde, also wie kann man junges Social Media Content Creator schulen, was Medienkompetenz angeht, finde ich es auch immer total wichtig, das mache ich auch mit meiner Community regelmäßig, den Userinnen, die die sozialen Medien nutzen, irgendwie denen ein Gespür dafür zu vermitteln, was ist eine glaubhafte Quelle, wie erkenne ich Fake News, ja, also da, und da kann ja, das muss ja nicht unbedingt eine Journalistin, Journalist sein, sondern das könnte ja im Prinzip auch jeder Content Creator, dem das wichtig ist, irgendwie einfach auch mal seiner Followerschaft mit auf den Weg geben. Das wird bei meiner Community immer total dankenswert angenommen. Und die schicken mir dann auch, gerade wenn es knallt, ne? Wenn irgendwie Breaking News sind. Und wir alle wissen, in Sekundentakt verbreiten sich dann irgendwelche ungeprüften oder eben auch Fake News. Da gehe ich dann immer drei Schritte zurück, nehme dann auch die prägnantesten Beispiele und roll die dann auf und bespreche das mit denen und sage, okay, wie gehe ich da als Journalistin vor, wie überprüfe ich das, wann gehe ich eigentlich an euch raus und sage, okay, ich habe jetzt so viele gesicherte Fakten und Quellen, dass ich darüber berichten kann. Das finde ich vielleicht auch wichtig, da einfach nochmal auf den Plattformen durch die Creator bei der Community mehr Awareness zu schaffen. Ich glaube sowieso, dass die Communities, also die Menschen, die das sich ansehen und darauf reagieren, dass die eine große Rolle dabei spielen. Also insbesondere auf YouTube. Ich habe auch eine Zeit lang fürs Y-Kollektiv, also auch ein Funkformat, ein ehemaliges Funkformat gearbeitet, die auf YouTube Reportagen machen. Und da wurden immer nach Quellen gefragt, zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen nicht transparent belegt waren. Und man sah das ja zum Beispiel auch an dem Video von Rezo, was er zu der CDU dann und dann auch die späteren, die folgten. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht transparent war. Also er hat wirklich jede einzelne Quelle da offengelegt. Und da hat dann auch der Journalismus gedacht, könnten wir vielleicht auch mal transparenter werden. Also an der Stelle spielt die Community, glaube ich, wirklich eine große Rolle, dass Creator auch sich in der Pflicht sehen, das offenzulegen. Total. Oder wenn ich dann auch, keine Ahnung, über Joe Biden berichte und dann kommt dann ein Kommentar oder eine Direktnachricht, es sind doch alles irgendwie Kinderschänder, die Demokraten. Dann frage ich einfach zurück, was ist denn deine Quelle? Ja, und also auch, wenn das in den öffentlichen Kommentaren ist, kommt dann erstmal nichts mehr zurück oder irgendwelche dubiosen Seiten, die ich dann, da moderiere ich dann auch und sage, okay, aber guck mal, wer steckt dahinter, wer schreibt den Scheiß? Ich glaube, ja, da fände ich es schon wichtig und sinnvoll, dass da Content Creator irgendwie auch ihre Community noch mehr einbinden. Und es wird auch von beiden Seiten gewertschätzt. Also zum einen JournalistInnen geben mir immer wieder das Feedback, hey, danke, dass du da meinen Artikel verlinkt hast, weil ist ja auch frech, wenn ich irgendwo Informationen mir quasi klaue und gar nicht angebe, woher ich die habe. Das ist ja nicht nur nicht transparent, sondern irgendwo auch fast schon Diebstahl dieser Meldung. Und aber auch von meiner Community kommen immer wieder Nachrichten, hey, toll, danke auch, dass du Quellen nutzt und ich habe den Artikel nochmal weitergelesen, weil junge Menschen können auch noch lesen. Und auch ein paar meiner FollowerInnen lesen dann durchaus mal Artikel weiter, die man als Quellen genutzt hat. Also es gibt ja eigentlich nur positives Feedback. Ich habe noch nie eine Nachricht bekommen, finde das ja total blöd, dass du Quellen nutzt. Also, und selbst wenn man sie bekommt, kann man die, glaube ich, getrost ignorieren. Ich habe da noch zwei, drei Wortmeldungen oder Fragen, die so ein bisschen auch wieder auf die,
die Eigenverantwortung zielen? Also eine Frage ging auch noch, ob man als Newsfluencer, Newsfluencerin nicht im Zweifel, gerade wenn man sich über Werbung zumindest mitfinanziert, doch das Thema auswählt, was mehr Klicks bringt und dann vielleicht irgendwelche Qualitätsstandards oder auch so eigene Regeln hinten anstellt. Das ist mehr so das sozusagen vielleicht ans individuelle Handeln gerichtete Frage. Und dann zwei Fragen, die sich an den Kodex auch noch richten, nämlich welche Dinge stehen da drin, schränkt es die Influencer ein, beziehungsweise was macht man denn mit denen, die sich diesem Kodex dann nicht unterwerfen würden? Kann man die sanktionieren oder was ist mit denen, die man durch so einen Kodex nicht erreichen würde? Also dann sind wir wieder bei den zum Beispiel rechtsextremen Influencern, über die wir vorhin schon kurz gesprochen hatten. Ja, zum Kodex vielleicht. Es sind wirklich mehr Guidelines, die uns helfen, verantwortungsbewusster zu halten. Also es fängt an mit der Vorbildsfunktion, dass man sich bewusst wird, was für eine Rolle das man einnimmt als Social Media Nutzer, eben das with more greater power comes greater responsibility. Dann geht es aber wirklich über zu sensiblen Themen. Wie geht man mit sensiblen Themen um? Wie recherchiert man? Wie stellt man das sicher? Über Sexismus. Ein sehr großes Thema, auch online. Dann zum Thema Transparenz, also zum einen Werbedeklarierungen, aber auch Transparenz im Umgang mit Filtern und Sachen, dass man sich dem bewusst ist. Und gegen Schluss haben wir auch ein sehr wichtiges Thema, Privats- und Kinderschutz. Also, dass man sich bewusst ist, dass wirklich junge Leute auf Social Media sind und dass man auch bei den Inhaltserstellungen an diese denkt, Thema Drogen, Alkohol, Privatsphäre schützen, egal ob von Kindern oder Freunden, dass man das auf dem Radar hat. Und zu allerletzt eine sehr wichtige Guideline, die Online-Welt ist keine Anarchie, wir haben sehr, sehr viele Offline-Regeln und Gesetze und diese gelten genauso online. Und das vergessen leider sehr viele Leute, aber man muss gar nicht so viel regulieren, weil es hat schon sehr, sehr viele Gesetze, die auch online greifen müssten. Und wie wir das überprüfen oder was man macht, wie wir sanktionieren. Unser Prinzip ist es, dass wir am Anfang immer den Dialog suchen, weil sehr, sehr viele Verstöße passieren nicht absichtlich, sondern unbewusst. Viele sind sich vielen Sachen gar nicht bewusst, auch mit den Regeln oder Vorbildsfunktionen. Und da möchten wir vor allem über den Dialog gehen. Es gibt auch gewisse Themen, da müssen wir Dialoge führen. Thema Kinder im Netz, da ist seine Guideline, aber es gibt noch kein richtig und kein falsch, da brauchen wir Dialog. Thema Satire und Humor, auch dort, wie weit greifen die Guidelines, müssen wir ausdiskutieren und es gibt, wir haben ein paar Kriterien, wo wir wirklich sagen, okay, wenn man da drüber ist, Hass und Hetze, da ist man wirklich, aber das sind dann wirklich so menschenrechtsverletzende Sachen, aber grundsätzlich unser erstes Prinzip ist wirklich Dialog und auch diesen aufarbeiten und teilen. Also ich würde noch ergänzen, dass ich glaube, dass so eine Mitgliedschaft oder sich das Bekennen zu so einem Kodex oder so müsste zu so einer Art Qualitätssiegel werden, dass dann auch Creator bei sich ausweisen oder so. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das dauert, wenn es überhaupt funktioniert. Ich würde gerne auf die erste Frage eingehen, ob nur Themen ausgewählt werden, die Klicks bringen. Die Frage würde ich gerne 1:1 an den klassischen Journalismus zurückspielen, ja. Ob da nicht auch Themen ausgewählt werden, die Klicks bringen. Man muss nur mal auf die Seiten von Spiegel Plus und, oder Spiegel und Welt gehen, ne? Was da so für... Deshalb braucht es die Öffentlich-Rechtlichen und das sage ich als jemand, der für private Medien arbeitet. Es funktioniert nicht anders. Das ist nun mal das Business. Ja. Und, da habe ich mal vor 2 Monaten und damit würde ich es auch abschließen, eine Frage gestellt auf einem anderen Podium. Da ging es so um Klimadebatten und ob da nicht auch einfach nur Meldungen genommen werden, die geklickt werden. Ich glaube, welche Protestform die letzte Generation wählt, können Sie hier alle in dem Raum auswendig sagen. Wo findet denn die nächste Klimakonferenz statt? Wer weiß das? Mal eben Hand heben. Wer weiß, wo die nächste Weltklimakonferenz stattfindet? So, und ich glaube, hier gibt es Nachholbedarf auch von klassischen Medien. Punkt. Punkt klingt ein bisschen wie Funk. Es gibt noch eine Frage. Oh, das war eine super Überleitung. Es gibt noch eine Frage zu Funk. Viele Influencerinnen verlassen Funk auch wieder. Könnt ihr dazu was sagen? Oder ist das eine Frage, die ihr lieber nachher im kleineren Kreis vielleicht beim Empfang beantworten wollt? Ich kann da was zu sagen. Ich war
selbst nie Influencer bei Funk. Ich habe nur ein Funk-Format mit moderiert, aber meine persönlichen Accounts gehörten nie zu Funk. Ich denke, es gibt verschiedene Beweggründe, warum das Funknetzwerk für einen attraktiv ist oder eben auch nicht. Das sind natürlich auch eben wieder monetäre Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ab einer gewissen Reichweite lohnt es sich vielleicht wirklich privat, wirtschaftlich sehe ich eher zu finanzieren als über Funk, weil egal wie groß man wird, irgendwann sagt auch Funk, nee, jetzt reicht es auch mal langsam. Wir könnten auch stundenlang darüber diskutieren, wo Rundfunkgebühren reinfließen, ob das nicht irgendwo auch zu viel ist, aber tatsächlich bei Funk ist man dann doch am Ende sehr knapp, was das Budget angeht, und da kann ich auch Formate verstehen, die sagen, ja, wir können das 4- bis 5-fache verdienen, wenn wir uns privat aufstellen. Dann gibt es natürlich auch Kritik, was zum Beispiel Abnahmeschleifen angeht. Da muss ich aber sagen, weil da gab es jetzt auch ein prominentes Beispiel, jemand, der vor 2 Monaten das Funknetzwerk verlassen hat. Das sind häufig auch Menschen, die sehr polarisieren und die sich eben auch an einen gewissen Kodex nicht halten oder nicht mehr halten möchten. Und weil da oft dann auch sofort die Kritik an Funk weitergegeben wird, ja, ihr seid böse und ihr habt den rausgeworfen. Funk ist da tatsächlich, die Erfahrung, die ich mitbekommen habe, sehr moderat. Es gibt da viele Feedbackrunden, viele Gespräche, die stattfinden. Funk setzt dich nicht von heute auf morgen mal ebenso auf die Straße, weil wir das blöd finden, was du tust. Das ist bisher meiner Meinung nach nicht passiert. Und die AkteurInnen, die dann immer wieder gegen Funk schießen und sagen, ich bin da rausgegangen, weil ich konnte nicht mehr frei berichten, ja, das sind auch meistens die, die dann auch nicht mehr so die Qualität nach Funk aufrechthalten können. Und dann gibt es auch einfach Formate, die sich so, die auslaufen. Also auch Funk guckt ja darauf irgendwie, was, ja, 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 letztendlich schon. Also deren Ziel ist ja eigentlich so ein bisschen, wir wollen Content machen, der die jungen Leute auch dann interessiert und abholt und so weiter. Und es ist ja nun mal alles messbar. Und das muss man oder kann man, sollte man bestimmt auch kritisch betrachten, aber so läuft es gerade momentan. Und auch Funk muss sich in gewisser Weise danach richten, weil die dann natürlich nicht mehr irgendwann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr argumentieren können, warum in dieses Format so und so viel Geld reinfließt, wenn sich das objektiv keiner anschaut. So, und das ist auch immer ein Thema. Mhm. Gut, es kommen noch, auch da lohnt sich wieder nachher nochmal in Slido reinzugucken, weil auch noch einzelne jetzt eher so Kommentare und Wortmeldungen kommen, keine direkten Fragen. Vielleicht das ein, die eine noch, die wieder den Bogen vielleicht auch zu heute, ich will immer heute Vormittag sagen, aber es war ja nur vor der Kaffeepause, also die den Bogen zur, vor der Kaffeepause schlagen, geht nochmal auf die Regulierung und wir hatten vorhin über die so über Selbstregulierung, Community-Regulierung, über so einen Kodex gesprochen. Hier wird nochmal explizit gefragt, welche Verantwortung tragen denn die Plattformen, auf denen eben dann die Influencer ihre Reichweite ja aufbauen? Ja, also ganz ehrlich, eine Riesenverantwortung eigentlich, aber ich glaube, um den Bogen zu allem zu spannen, auch Werbung, Funk, Klicks und so, ich glaube, das Problem oder was wir uns auch bewusst sein müssen, und das hat einen sehr großen Impact auf die Plattformen, wir leben in einem System, das kapital- und profitorientiert ist. Das ist einfach so, die Unternehmen, das sind börsenkotierte Unternehmen, deren Hauptziel es ist, einen Profit Ende Jahr rauszustellen, und so ist auch ihr Geschäftsmodell aufgebaut. Sie sind nicht gesellschaftlich aufgebaut, obwohl sie Social Media heißen. Sie sind wirklich Unternehmen, die sich an Profit und Gewinnen orientieren und Wachstum als Hauptziel haben. Und darum interessieren sie Regulatorien nicht wirklich oder interessieren sie Regulatorien dann, wenn sie auch wieder mehr Profit und Werbegelder eintreiben können. Und jetzt, über das spricht man sehr selten, man spricht, aber man wirft ihnen nicht so viel vor. Influencer arbeiten logischerweise nach demselben Prinzip, weil sie das gelernt haben, weil sie in dieser Gesellschaft und diesem System leben. Dort wird es als sehr problematisch und kritisch angeschaut und man büßt eigentlich Personen, die um ihren Lebensunterhalt kämpfen, eben 3 Kinder, muss man auch noch versorgen, und ich glaube, auch da darf man die Relationen zueinander nicht vergessen und eben der Einfluss, den die Plattformen haben im Verhältnis zu einem einzelnen Influencer, sind riesig. Ich meine, wenn wir Twitter anschauen, auch jetzt die Politiksendungen oder Politikern eine immer größere Plattform bieten, wie jetzt mit Dos Santos und mehreren, muss man sich wirklich überlegen, okay, wie gehen wir damit um?
vor allem geht die Verantwortung der Plattform weit über die Influencer hinaus. Also auch die klassischen Medien sozusagen werden davon arg beeinflusst. Also der Algorithmus dieser Plattform funktioniert so, dass Empörung belohnt wird. Also ein Post, der vielleicht auch inhaltlich irgendwie vielleicht ethisch auch nicht korrekt ist oder so, da schreiben ja auch ganz viele Leute drunter, ey, hackt's bei euch, warum macht ihr das? Und das pusht wiederum den Algorithmus und am Ende kriegt so ein Post dann auch mehr Reichweite und so. Und das ist eben das Problem. Und das bevorteilt ja auch zum Beispiel Verschwörungsmedien etc. Und dementsprechend die Plattformen müssen unbedingt in die Verantwortung genommen werden, weil ich glaube nicht, dass, jetzt kommt steile These, aber dass unsere Gesellschaft auf Dauer funktioniert, wenn wir diese Algorithmen weiter haben. Ja, absolut. Wozu? Wollt ihr nicht ins Wort fallen, aber quasi nur, um das kurz zu ergänzen, die Plattformen sind dafür verantwortlich, aber natürlich auch, was du gerade gesagt hast, ein Beitrag, der ethisch nicht korrekt ist oder zum Beispiel, benennen wir es mal ganz klar, Hetze ist oder auch sogar volksverhetzend ist, da wäre es ja toll, wenn man eine Institution schaffen würde, die da rechtlich gegen vorgeht. Ja, die haben wir, das ist die Polizei. Und ich weiß nicht, wie oft ich Beiträge und auch Kommentare, die ich bekommen habe, der Polizei geschickt habe und es ist überhaupt nichts passiert. Und jetzt möchte ich mich nicht hier als irgendwie, weil ich bin ja sowieso der junge Anarcho, werde ich ja oft irgendwie in Twitter-Diskussionen genannt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie stundenlang gegen die Polizei schießen, aber ich glaube, auch da gibt es noch Potenzial, dass man da strikter vorgeht, zum Beispiel gegen Volksverhetzung im Internet. Weil auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber es hat immer noch 2023 den Anschein, dass man alles auf Twitter oder Instagram schreiben könnte und man hat überhaupt keine Konsequenzen zu befürchten. Und streng genommen ist das eigentlich nicht der Fall und sollte nicht der Fall sein. Es gibt zum Beispiel auch Plattformen, die es übrigens besser machen und Pinterest ist zum Beispiel ein tolles Beispiel. Da ist der Ton echt viel besser und das liegt auch ganz enorm daran, wie die Plattform ausgerichtet ist. Würde jetzt zu weit gehen, das nochmal zu erklären, aber also es geht auch anders. Es ist nicht so, dass die, also oft sagen die Plattformen ja, können wir auch nichts für, wenn die Leute alle so böse sind, aber so ist es nicht. Also es wird schon auch arg unterstützt. Blick auf die Uhr sagt, ich glaube, oder? Ich glaube, dass ich okay. Jetzt, ich sage mal danke stellvertretend für die Fragestellung, aber du hast ja das Schlusswort sicherlich. Ja, vielen Dank, dass Sie alle noch zugehört haben. Es wird hier gleich auch nochmal abmoderiert. Es gibt gleich nochmal ein Dachterrassen-Meeting auf jeden Fall. Da kann man dann auch nochmal irgendwie ins Gespräch kommen oder so. Und vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart. Das war eine tolle, spannende Diskussion, finde ich. Und ja, an alle schönen Abend noch. Ja, das war wirklich super spannend. Vielen, vielen Dank für diese Diskussion. Bin in der Kaffeepause kurz von einem Journalisten angesprochen worden und gesagt, ihr redet ja so viel über InfluencerInnen. Sprechen denn auch welche? Da konnte ich sagen, ja, einfach hier bleiben. Das war aus meiner Sicht ausgesprochen gedankenanregend. Es fällt mir jetzt zu, ein paar Minuten, ich werde es sehr kurz halten, noch etwas abzubinden. Und es gilt ja der Grundsatz einer ganz wenigen, die in dieser sich verändernden Welt noch gilt. Man kann im Prinzip jede Veranstaltung mit drei Schlusspunkten beenden. Und das werde ich auch versuchen. Drei Takeaways, die ich so beim Hören der vielen Perspektiven hier mitgenommen habe und hoffe, dass das für Ihre eigenen Anregungen, die Sie daraus gezogen haben, nochmal ein Referenzpunkt sein kann. Der erste Punkt für jemanden, der das wissenschaftlich beobachtet, glaube ich, nicht so überraschend, was sich für mich gezeigt hat heute, und das war auch nochmal ein Statement gerade eben auf dem Podium, die Frage zu beantworten, von welchen InfluencerInnen reden wir jetzt hier eigentlich? Es ist eben nochmal von Sammelbecken die Rede gewesen. Es ist also eine Kategorie, die sehr vielfältig ist. Dahinter stehen unglaublich viele unterschiedliche Leistungen, auch Lebensentwürfe von Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, zum Teil Teilzeit, zum Teil als tatsächlich eigenes Lebensmodell und Berufsmodell zumindest.
Wir haben, glaube ich, einige Perspektiven gesehen heute, die uns helfen, das zu kartieren. Eine Perspektive ist die, sich die Vermittlungsleistungen nochmal anzuschauen und zu sagen, was machen die eigentlich genau? Und da haben wir gesehen, das sind unterschiedliche. Und da sind, und das macht es für uns, die wir darüber nachdenken, wie Verantwortung organisiert sein soll, schwierig, auch unterschiedlich miteinander verwobene Vermittlungsleistungen. Wo wir traditionell gesagt haben, das fällt doch eigentlich in diese Kategorie und muss sich an diesen Kriterien und Verantwortungsmaßstäben orientieren. Und bei einer anderen hätten wir das anders gesehen. Das heißt, wir müssen mit dieser Vermischung von unterschiedlichen Vermittlungsperspektiven umgehen, als Gesellschaft, als Regulierer, auch als Wissenschaft, die versucht, Forschung zu organisieren und dieses Phänomen zu verstehen und weiter zu erforschen. Wir haben gesehen, dass diese Ausdifferenzierung, wenn man sich das aus der nutzenden Perspektive anschaut, sich auch nochmal ausdifferenzieren lässt in unterschiedlichen Richtungen, die für uns auch relevant sind. Denn wenn, ich nehme mal wieder die Regulierungsperspektive ein, wir darüber nachdenken, dann denken wir immer darüber nach, was macht das mit Nutzenden und was machen Nutzende damit? Und daraus entstehen potenzielle Wirkungen, gute oder schlechte. Und dementsprechend brauchen wir das Wissen darum, wie diese Angebote eigentlich genutzt werden, was für Zuschreibungen es hier gibt, welche Arten von Vertrauen zugeordnet werden. Und auch da haben wir gesehen, das muss man differenziert betrachten. Es kann sein, dass bestimmte Arten von Zuschreibungen tendenziell abnehmen, sowas wie Authentizität, wenn die Zahl der Menschen, die jemand erreicht, groß ist. Das heißt also, es gibt hier Differenzierungen, die in eine andere Richtung gehen. Mal ist die Reichweite etwas, was Zuschreibungen in einer positiven Weise beeinflusst, mal ist größere Reichweite in dieser Hinsicht eher eine problematische Zuschreibung. Also auch da müssen wir einen differenzierten Blick haben. Und ich glaube, es ist uns gelungen, heute diese Kartierung in groben Zügen, wo wir da wissenschaftlich stehen, wo wir in der Praxis stehen, uns vor Augen zu führen. Das fand ich extrem gewinnbringend. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt, man muss diese, auch das vielleicht sehr Wissenschaftlerperspektive, dieses Phänomen, diese Rollen in Beziehung auch wiederum zu anderen Akteuren sehen. Und eine Akteursgruppe waren die traditionellen Medien heute. Und ich habe mehrere Perspektiven wahrgenommen, die man aus Richtung Influencer, Content Creator auf Medien haben kann. Das eine ist, nicht selten sind es Menschen, die einen Hintergrund in traditionellen Medien haben, dort ausgebildet wurden, und sich denn dafür entschieden haben, in dem Bereich Influencing tätig zu werden. Das sind also, oder auch selber jetzt noch sagen, dass sie da Beziehungen haben. Das wurde ja auch aus den Studien deutlich. Das ist so eine Perspektive auf Medien. Eine andere Perspektive ist, haben wir eben auch gesehen, eine Art Abgrenzungsdiskurs. Die haben auch ein Verantwortungsproblem da drüben bei den traditionellen Medien. Daraus wird ja eher ein Gegenüber konstruiert. Eine dritte Perspektive ist Kooperation. Hier ist Funk relativ häufig gefallen, aber auch andere Medien haben natürlich erkannt, was für ein Potenzial hier drin steckt. Und es gibt unterschiedliche Formen der Kooperation. Und wir haben gesehen, das ist ein vierter Bezug, dass eine unter anderem Funktionen von InfluencerInnen darin liegen kann, auch Medieninhalte zu kontextualisieren, sie runterzubrechen, vielleicht auf ein sprachliches Niveau, auf ein Niveau bestimmter Wissenskontexte, was traditionelle Medien, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, vielleicht nicht machen. Und da ist es denn tatsächlich so, dass vielleicht Gruppen erreicht werden, die von traditionellen Medien nicht erreicht werden. Das sind also zumindest vier Dimensionen, die ich jetzt hier rausgelesen habe aus der Diskussion, wo ich eine Beziehung zwischen Influencer-Leistungen und traditionellen Medienleistungen gesehen habe. Und der dritte Punkt, den ich gerne noch anführen wollte, ist der, was machen wir denn daraus jetzt aus der Perspektive von Recht, Regulierung und Kommunikationspolitik? Ich glaube, die Beobachtung, die hier von Seiten von Carsten Broster genannt wurde, wir haben früher sehr häufig auf neue Phänomene reagiert, indem wir gesagt haben, da müssen wir jetzt eine neue Kategorie schaffen und daran irgendwie Rechte und Pflichten knüpfen, dass das hier in diesem Bereich, siehe oben, Rollen, unterschiedliche Rollen, die miteinander verbunden sind, ein schwieriges Vorgehen ist. Das ist nicht ausgeschlossen. An bestimmten Punkten müssen wir es als Juristinnen und Juristen machen. Wenn
irgendwo im Gesetz steht, journalistisch-redaktionelle Inhalte müssen dies oder jenes tun, dann müssen Gerichte, dann müssen Landesmedienanstalten sich fragen, ist das denn hier ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Angebot oder ist es das nicht? Weil ansonsten können sie das geltende Recht nicht anwenden. Aber diese Form der Regulierung, wir formulieren irgendeinen Typus und knüpfen daran bestimmte Regelungen, die gerät nicht nur hier beim Phänomen der InfluencerInnen, sondern auch anderswo deutlich in Schwierigkeiten, wenn wir es eben mit solchen hybriden Gebilden zu tun haben. Wir haben gehört, eine Antwort kann darauf sein, wir brauchen starke Regulierer, die die Möglichkeit haben, in solchen Feldern ohne jetzt ganz konkrete gesetzliche Vorgaben aktiv zu werden in diesen Feldern und hier auch bestimmte Erwartungen adressieren können, die bestimmte Initiativen anstoßen, auch in Formen agieren, die jetzt nicht unbedingt klassische Regulierung sind. Vielleicht nochmal als kleinen Werbeblock dazu, was eben angemahnt wurde, diese Initiative von strafrechtlich verfolgen, nicht löschen, die wir auch aus Landesmedienanstaltskreisen Nordrhein-Westfalen stammt. Wenn ich es richtig sehe, ist eine, die versucht, auf dieses Problem zu reagieren, dass hier strafrechtliche Verfolgung von strafrechtlich relevanten Inhalten schwierig ist zum Teil. Wir haben vor allen Dingen aber nicht nur in der letzten Diskussion gesehen, dass es um Verantwortung, Verantwortungszuschreibung, Durchsetzung von Verantwortungserwartungen geht. Da ist sozusagen das Wichtigste und Erste überhaupt, dass da Akteure sind, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das ist schon nicht trivial. Das sind einige, aber wahrscheinlich nicht alle, die in diesen Feldern unterwegs sind. Und es gibt sicherlich auch böse Akteure, die entweder diese Verantwortung ignorieren oder sie sehen, aber sich nicht entsprechend verhalten. Der zweite Punkt ist, wir brauchen überhaupt erstmal irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Regeln, die in welcher Form auch immer da gelten und die dann Gegenstand dieser Verantwortung sein können. Sie einfach nur sagen, ich habe eine Verantwortung, ist ein Anfang. Der zweite ist zu sagen, daraus erwächst aber, ich sollte dies tun und jenes unterlassen. Da sind natürlich solche Initiativen wie Code of Conduct, was wir gehört haben, ein Schritt in diese Richtung, erstmal solche Erwartungen zu konkretisieren. Und auch hier kann man sich fragen, wenn solche Initiativen weiter getrieben werden, in welcher Weise ist da Partizipation möglich? Kann es hier eine Kooperation zwischen traditionellen Regulierern und solchen Initiativen geben, um möglichst sicherzustellen, dass die gesellschaftlichen Interessen bei der Formulierung solcher Regeln auch möglichst gut abgebildet werden und dort Eingang finden? Hier ist auch von Kennzeichnungspflichten die Rede, dass man sagt, also hier können wir Erwartungen adressieren, bei anderen können wir diese Erwartungen nicht adressieren. Das hat einen Effekt für Dritte, hat aber auch einen Effekt für diejenigen selbst, weil die dann sagen, ah, okay, ich bin als Angebot dieser Art gekennzeichnet, dementsprechend muss ich folgende Erwartungen erfüllen. Und wir haben gesehen, dass hier zum Teil jedenfalls gefordert wurde, Bewusstsein reicht nicht, Normen an sich reichen nicht, sondern es muss irgendein System geben, das kontrafaktisch Erwartungen stabilisiert und oder anders gesagt irgendwie Durchsetzungsmechanismen zur Verfügung stellt. Die können traditionell sein, die können aber auch durch andere Akteure kommen, wie etwa, auch das wurde genannt, die Werbetreibenden oder die Agenturen, die in diesem Bereich bedeutsam sind oder eben auch die Plattformen, auf denen diese Kommunikation stattfindet und die von diesen Kommunikationen auch profitieren. Und schließlich ist auch nochmal genannt worden, und zwar, wie ich finde, in einer differenzierten Art und Weise, Verantwortung, die diejenigen tragen, die solche Angebote nutzen. Und da sind auch nochmal besondere Gruppen genannt worden, wie etwa Kinder und Jugendliche oder aber auch Leute, die aus anderen Medienkontexten kommen, weil sie etwa zugereist oder zugewandert sind in unser Kommunikationssystem, dass hier eine besondere Verantwortung besteht, die zu wissen, wie ordne ich solche Angebote eigentlich ein. Das waren meine drei Punkte, die ich da rausgenommen habe. Sie haben vielleicht drei ganz andere. Eine Veranstaltung entsteht im Kopf der Zuhörenden. Das ist bei allen Texten so und das ist auch bei Veranstaltungen so und das ist auch ganz richtig. Und
Ich habe mich natürlich gefragt, ende ich jetzt mit einem Zitat von Habermas oder ende ich mit einem von Spider-Man? Wenn ich mir den Titel unserer Veranstaltung angucke, auch noch kurz die Welt retten, kann es natürlich nur Spider-Man sein. Nämlich Entscheidungen machen uns zu denen, die wir sind, und wir haben immer die Wahl, das Richtige zu tun. Wir haben als Veranstalter jedenfalls das Richtige getan bei der Auswahl unserer Referentinnen und Referenten, und bitte nochmal einen Applaus für Sie, weil das wirklich großartig war. Und ich nutze die letzte Minute, die mir hier verbleibt, noch dafür, den Co-Veranstaltern zu danken, der Handelskammer der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Das ist wunderbar, in diesem Triumvirat diese Tradition weiterzuspinnen, der Mediensymposien. Und ich hoffe, es hat Ihnen allen so gut gefallen wie uns als Veranstaltende. Und bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme. Und ja, das war's. Dankeschön. Grün. Cool.